job there. I was worried we'd be stranded. Wenn ich könnte halt hier auf Escape drücken und Pause machen, aber ich will ja das Spiel auch nicht unterbrechen. Ich hab den Polizisten gehauen. Ja, da lag noch Müll, aber... Jetzt ist die in der Werkstatt wieder weg. Naja. So, eine Stunde haben wir noch. Chat. Was? I was worried we'd be stranded. So. Ich vermisse Dennis. Reifen. Kommt die hier und räumt Müll weg oder was? Great. Die hat ernsthaft hier den N-Reifen weggeräumt. Oh, Kratzerdinger, Kratzerentferner brauchen wir gar nicht mehr so viel. Die haben wir erstmal. Fazit zum Spiel. Es macht Spaß. Thanks. Ich möchte auch gern noch so weit spielen, dass ich quasi alles an Aufrüstung und so erledigt habe.
Aber inwiefern man dann hinterher noch weiterspielt. Was hast du gemacht? Warum? Ja, inwiefern man aber noch einen Sinn darin hat, weiterzuspielen, wenn man alles aufgerüstet hat, das weiß ich nicht. Aber ich habe ja noch ein bisschen zu tun. Job there. Whoa, super. Eher so ein bisschen wie King of Retail. Zuerst Spaß. Macht auch Spaß. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo es halt nichts mehr gibt zu erreichen. Und du immer das Gleiche machst. Und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen zäh. Ich muss mal gucken, was das kostet, wenn wir jetzt noch Toiletten einbauen lassen. Wobei Toiletten bringen halt nicht wirklich Umsatz. Toiletten sorgen wahrscheinlich nur dafür, dass du eine bessere Bewertung bekommst. Aber mehr machen Toiletten, glaube ich, nicht. Der Sprit auch langsam wieder knapp. Mach mal weiter die Kasse. Joa, wir können uns ja mal unsere Wohnung angucken. Da sind wir zwar eh nie. Aber guckt mal. Wir haben eine richtige Dachterrasse. Oder eine Terrasse. Ja, wahrscheinlich. Können ja mal gucken gehen. Toiletten dann kosten. Weil danach, wenn es danach geht, müssten wir auch noch mehr Parkplätze freischalten.
Da haben wir auch mehr Kunden. Wo habe ich denn hier Batterien? Okay, so wechselt man die Batterie. Toiletten wollte ich gucken. So, Parkplatz können wir uns, glaube ich, nicht... Ja, Parkplätze gibt es gar nicht. Es gibt zweimal Parkplatz. Die eine zusätzliche Zapfsäule... Dritte Toilette, 250. Dritte Zapfsäule. Doch, 509. Kostet der Parkplatz. Okay, also geht's jetzt erstmal wieder ums Geld machen. Hupen sie denn hier wieder die ganze Zeit, weil der hier noch stand? Okay. Have a nice day. Hey, der heißt Mark. Irgendwie merke ich mir nie, wofür ich die Leute jetzt eingesetzt habe. Also die eine soll putzen und die andere soll tanken, richtig? Dann gehe ich in die Werkstatt.
der jetzt gefahren, ohne zu tanken? So, da hat die einen Job. Nein, Sandsturm. You're a lifesaver. Have a nice day. Wie sieht's denn hier aus? Gleich erstmal gucken gehen, Top of the line job there. Ob wir mit Rudi irgendwo Hügel wegmachen müssen. Ich glaube, er hat nichts angerichtet. Tragisches. Die mit dem Schlauch hin. Gut, irgendwie erkennt man das schwer, dass die Batterie noch gemacht werden muss. Achso, okay. Kollegin Schnürschuh hat Feierabend. How much do I owe you? Thank you. Oh, die Wände sehen aus, ne? Aber wie gesagt, wenn wir Schluss machen heute hier, machen wir die Tankstelle zu. Ich mache das hier alles ein bisschen neu. Und je nachdem, ob wir das nochmal streamen oder ich das für YouTube nur weiterspiele, da sieht es dann schön aus.